Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Monkey Island. Wir sind auf dem Schiff von Dechak, was zugleich irgendwie eine Festung ist. Ich denke mal... Zurück, Klappermann! Ich bin ein Pirat! Ich denke mal, Dämonenschiffe brauchen keine wirkliche. Soll ich einen Frack tragen oder... Schwimmfähigkeit. Aha, gleich hörst du die... Ah, komm schon! Probleme? Warum kann ich nichts festhalten? Das ist nur eine der Nebenwirkungen, wenn man ein fleischloser Geist ist. Aber sei froh, dass es so ist. Ein Hieb dieser neu verzauberten Klinge reicht aus, alles zu zerstören, was sie in dieser sterblichen Welt berührt. Aber damit wollte ich dich doch retten und LeChuck erneut töten. Gar nicht mal so unbeschwert das Geisterleben, nicht wahr, Mr. Threepwood? Tja, genau so habe ich mich in all den Jahren gefühlt, als ich noch ein einfacher Geisterpirat zu Wasser war. Und nun wirst du erfahren, wie es sich angefühlt hat, als du der Essenz meines Geistes ein Ende bereitet hast, als du mich mit diesem geistzersetzenden Voodoo-Malzbier begossen hast. Zuckerschnäuzchen? Nur nichts überstürzen. Es fühlte sich ziemlich so an. LeChuck ist aber hübscher explodiert, muss ich dazu sagen. Guybrush, was ist passiert? Hast du LeChuck besiegt? Deine Frau gerettet? Mein Tod gerecht? Sie hat mich erwischt. Was? Elaine, sie ist LeChucks Dämonenbraut und hat mich... mit Voodoo-Malzbier bespritzt. Dämonenbraut? Dann muss LeChuck sie kontrollieren. Geh zurück und rette sie! Nein, das tut er nicht. Sie hat mir in die Augen gesehen und sich für ihn entschieden. Sie werden die ganze Welt in ihre Gewalt bringen. Sie haben ein Dämonenschwert. Es ist vorbei. Das sind doch mal gute Nachrichten. Wie? Jetzt kannst du dich endlich einrollen und an deinem traurigen, erbarmungswürdigen, ewigen Leben im Piratenjenseits erfreuen. Ich weiß natürlich nicht, ob sie immer noch weinerliche Schulmädchen hineinlassen. Da müsstest du mal nachfragen. Was soll das morgen? Ich habe gerade meine Frau verloren. Dann hol sie dir zurück, Guybrush. Bist du ein mächtiger Pirat oder nicht? Ich... Hör mal, ich weiß, du bist nicht gerade der furchterregendste Pirat der sieben Weltmeere. Aber wenn es etwas gibt, das mir dieser Guybrush Threepwood gezeigt hat, dann, dass es so etwas wie eine aussichtslose Lage nicht gibt. Und ganz besonders habe ich bei all unseren Abenteuern bewundert, dass du Elaine niemals aufgegeben hast. Wenn ich einen Weg finden könnte, dieses verzauberte Schwert zu benutzen. Aber wenn ich zurückgehe, werden sie nur wieder meinen Geist erwischen. Dann hol dir deinen Körper zurück. Was? Ich soll meinen Körper suchen und mir nichts, dir nichts wieder hineinschlüpfen? Moment, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Das Medaillon der Voodoo-Lady. Finde das Medaillon. Finde deinen Körper. Dann trage ich den Kampf mit diesem alten Sack voller Meereswürmer aus, auf das LeChuck den Tag bereuen mag, an dem er sich mit Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, angelegt hat. Jawohl! Ich weiß zwar nicht, was dieses Bereuen bedeutet, aber es klingt großartig. Und was hast du jetzt zuvor? Noch ein paar armselige Geister aufspießen oder ich feile noch ein wenig an meiner Taschendiebstahltechnik. Keine Ahnung. Mir fällt schon was ein. Morgen. Danke. Und tschüss. Warum lehnt sie sich eigentlich immer so zurück? Guybrush bleibt einfach immer drauf stehen. Ich find's süß. Krabbe. Krabben. Narr, Threepwood. Was hast du getan? Ah! Sprechende Krabben! Warum hast du den Scheideweg geöffnet? Mit den eingestürzten Barrieren ist LeChuck nun außer Rand und Band und zieht Voodoo-Energie direkt aus dem Geisterreich. Dank dir könnte die Wirklichkeit wie ein alter Teppich auseinanderfallen.
Ich? Fass dir an die eigene Nase, Fräulein allwissende, allsehende Voodoo-Puppenliebhaberinnige Person. Warum hast du mich nicht einfach gewarnt, dass LeChuck schändliche Dinge mit La Esponja Grande vorhatte? Ich fürchte, LeChuck hat uns diesmal alle zum Narren gehalten, Guybrush. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Hey, dich vielleicht. Ich arbeite derzeit einen Plan aus, um meinen Körper wieder in Besitz zu nehmen, damit man mich bei meiner Rückkehr nicht gleich wieder mit Malzbier erwischt. Genau. Das Voodoo-Malzbier wirkt nur bei geisterhaften Erscheinungen im Reich des Materiellen. Wenn es dir gelingt, deinen Körper wieder in Besitz zu nehmen, könntest du LeChuck womöglich doch mit seiner eigenen Waffe schlagen. Du meinst das Schwert von Kafloom? Das musst du von alleine herausfinden. Geh nun, suche deinen Körper. Finde einen Weg, auf das dein Geist ihn einnehmen kann. Aber vergiss nicht, eine Seele wieder dauerhaft an einen Körper zu binden, ist nicht so leicht, wie einfach nur den Körper zu übernehmen. Es verstößt gegen die natürliche Ordnung der Dinge. Und das Universum wird sich zur Wehr setzen. Sobald du wieder im Besitz deines Körpers bist, musst du einen Weg finden, deine Seele auf Dauer an ihn zu binden. Ich empfehle Seelenkaugummi der Marke Mixamojo. Es kann ein mächtiges spirituelles Band schaffen, das deinen ruhelosen Geist und deinen Körper in Harmonie vereint. Außerdem schmeckt es köstlich. Erhältlich mit Zitronen-, Kirsch- und Hammelfleischgeschmack. Ich habe immer etwas dabei. Kann ich etwas von dem Seelenkaugummi haben? Ich kann nicht riskieren, mein Versteck zu verlassen, um dir zu helfen, Guybrush. Aber ich habe etwas davon gekaut, als ich auf Flotsam eingesperrt war. Vielleicht ist noch was davon in der Zelle. Denk dran. Seelenkaugummi enthält Zutaten aus dem Geisterreich. Daher verfügt es über manch gespenstische Eigenschaft. Sei bloß vorsichtig damit. Ich muss jetzt gehen, Guybrush. Es wäre zu gefährlich für mich, wenn mein wahrer Verbleib bekannt würde. Git, ich hoffe, das ist nur eine Phase, die sie durchlebt. Wer weiß. Wer weiß. Lassen wir uns mal hier durch den Riss entgleiten und gucken, wo wir hinkommen. Wow, an diese Hin- und Herspringerei zwischen den Welten muss man sich erstmal gewöhnen. Hey, du, was soll der Lärm mitten in einer Piratentotenwache? Einer was? Oh ja, das bin ich. Ziemlich lahme Totenwache. Ja, LeChucks Gemetzel hat die Anteilnahme stark sinken lassen. Und warum hat man mich so aufgestellt? Weil's total verrückt ist. Die Kunden sind begeistert. Wieso? Genau so habe ich dich in Erinnerung. Etwas. Zumindest habe ich meinen... Jawohl. Und wie das mein Körper ist. Was Körper macht der gefunden. Hier? Das ist ihre Totenwache. Wir wollten ihnen zu Ehren ein Denkmal errichten, nachdem die Pocken ausgerottet waren. Aber dann kam LeChuck zurück, um zu plündern und zu brandschatzen. Und es wurden Stimmen laut, ihren Körper symbolisch zu verbrennen. Yay. Letzten Endes fanden wir einen Mittelweg und entschieden, sie zu unserer neuen Dartscheibe zu machen. Leb wohl, Nipperkin. Guybrush Threepwood. Mächtiger. Oh. Oh, wenigstens einer hat sich um einen netten Kranz für meine Totenwache gekümmert. Was das? Das wollten wir als Zündholz benutzen, als wir die Leichen verbrennen wollten. Oh. Nett. Das ist die Augenbinde, die ich während meiner ersten Kneipenrauferei hier getragen habe. Obwohl es eigentlich meine mit Pocken verseuchte Hand war, die den Kampf bestritten hat. Ach, meine gute alte Linke. Ich hoffe, sie ist glücklich, wo immer sie jetzt sein mag. Ja, das wollen wir mal alle hoffen. Hallöchen! Jetzt schlägt's 13, Kapitän Threepwood! Musst du mir das noch unter die Nase reiben? Buh, ich bin ein schauriger Geist! Oh, really? Hören Sie auf damit! Sie sind nicht schaurig, Sie haben mich bloß in meiner Konzentration gestört. Malzbier? Da stelle ich mich lieber nicht drunter.
Nicht, dass ich das ganze Zeug noch abbekomme. Ja, das wäre schlecht. Was hat Bug-Eye so zu sagen? Yo, Bug-Eye! Was willst du, du Würstchen? Ich bin ein Gespenst! Hast du keine Angst vor mir? Naja, du warst schon zu Lebzeiten nicht sonderlich furchteinflößend. Und ich fürchte, deine neue Masche als Geisterpirat ändert nicht viel daran. Alles klar. Und wie bist du aus der Seku raus und nach Flotsam gekommen? Ich will nicht darüber reden. Ich glaube, ich weiß es. Du hast mal wieder die Pfui-Spinne-U-Bahn benutzt, richtig? Falsch. Und jetzt zieh Leine. Na gut, aber ich muss dich noch was fragen, Kleiner. Was willst du, du Würstchen? Was ist eigentlich aus dem Medaillon von Dekawa geworden? Liegt vermutlich auf dem Grund des Meeres, zusammen mit dem Rest der... liegt auf dem Grund des Meeres. Okay. Aha. Dankeschön. Dann mal wieder in die Geisterwelt. Wir können ja nicht anders reisen. Nur an bestimmte Orte. Also, merken wir uns, Schwertkampfinsel führt zu unserem Körper, beziehungsweise in Club 41, war es 41, ich glaube. Gibt's beim Tor auch ein Geisterriss? Mal gucken. Galeb? Was machst du denn hier? Hier stehen vor allem. Was ist denn mit dem Scheideweg los? Ich dachte, der Zauber würde mich zurückbringen, anstatt einfach nur einen Riss im Geisterreich zu schaffen. Lässt sich das irgendwie stoppen? Ja, ich vermute, du trägst immer noch den seidenen Faden mit dir herum, an dem dein Leben hängt. Wenn du den aufgeben würdest, würden sich die Risse im Scheideweg sofort schließen. Tatsächlich? So einfach ist das? Yep. Ein auch dünner seidener Faden des Lebens als Opfer und all diese Risse verschwinden, als sei nichts gewesen und jeder bleibt bis in alle Ewigkeit dort, wo er ist. Natürlich würdest du dann ihr festsitzen. Und LeChuck ist vermutlich bereits so mächtig, alles Leben auf dem Planeten auszuauchen. Ich sehe also nicht, was das bringen sollte. Also kann ich diese Risse schließen. Aber dann würde ich hier wirklich festsitzen. Keine Option für mich. Bis in alle Ewigkeit. Okay. Dann würde ich sagen, reden wir als nächstes mal mit Galeb noch ein bisschen mehr und gucken uns hier um, ob es doch noch einen Riss gibt. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!